Generell haben wir ein Problem mit dem Begriff Vergangenheit, gerade in Deutschland. Dabei verwechseln wir oft diesen negativen Bezug über einen gewissen Zeitraum mit unserer Geschichte und unserer Historie. Selbstverständlich müssen wir uns der Verantwortung dieser negativen Momente, die von deutschem Boden ausgingen, zweifellos stellen, sie auch nicht leugnen. Aber dennoch müssen wir sie auch in Bezug stellen zu den Größen, die wir hervorgebracht haben aufgrund unserer Kultur. Max Planck, Konrad Röntgen, Albert Einstein, Albert Schweitzer sind da genauso zu nennen wie zum Beispiel Marlene Dietrich. Und aus diesem Bewusstsein können wir gemeinsam Zukunft gestalten. Habitat, Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.